Ganz genau. Und damit ein guter Wie. Willkommen zurück zu Let's Play Gotham Knights. Ich habe gesagt, ich werde es irgendwie wieder zurückholen. Ich muss nur kurz eine Kleinigkeit anpassen, weil, Leute, ich habe mich entschieden. Wir spielen, wir machen einen 100% Run von Gotham Knights. Ich habe das letzte Mal ja nur angezockt. Muss ich noch eine Sache schnell überprüfen. Schwierigkeit ist auch auf schwer. Das finde ich gut. Also, es wird ein vollwertiges Let's Play. An dieser Stelle sage ich das jetzt halt mal. Zu dem Zeitpunkt werden wahrscheinlich eh schon ein paar Sachen auf YouTube sein. Ich muss kurz hier ein, zwei Einstellungen nochmal verbessern. Es ist länger her, dass ich es aufgenommen habe. Deswegen muss ich jetzt mal in die Steuerung wieder reinkommen. Wir machen einen 100% Run. Ich will am Ende Platin haben. Ich habe gesagt, Batman Arkham ist zwar fertig, aber ich bleibe Superhelden Games auch noch treu. Erstmal Batman, dann könnte ich mir vorstellen, danach Spider-Man. Und ich habe noch andere Arkham-artige Sachen wie Shadow of War. Ist es nicht seltsam, dass Dr. Langstrom so wichtige Forschungsdaten auf nur einem externen Laufwerk hat? Wir gehen uns also um Dr. Kirk Langstrom kümmern, den wir als immer auf dieser Festplatte ist. Langstrom wollte nicht, dass es gefunden wird. Man-Bat kennen. Wie gesagt, ich muss jetzt mal in die Steuerung reinkommen. Ich werde jetzt die Open World mir anschauen. Ich weiß, dass das Spiel nicht so beliebt war. Ich habe trotzdem vor, ihm eine Chance zu geben. Nach dem katastrophalen Suicide Squad ist es auch, glaube ich, kein Wunder. So, Tutorial, Gelegenheitsverbrechen. Tippe, um dir ein Gelegenheitsverbrechen in der Nähe mit Arya anzeigen zu lassen. Diese erscheinen als umgedrehte Dreiecke im HUD. Ich weiß gar nicht, die Steuerung. So, da sind Gelegenheitsverbrechen. Und was machen wir hier gedrückt hat, um den Bat-Computer zu öffnen? Boah, ich muss jetzt erstmal mich hier reinfinden. So, Karte von Gotham City. Verbrechen, die du während deiner Patrouille entdeckst, können auf der Karte eingesehen werden. Genauso wie zusätzlich für dich verfügbare Aktivitäten. Platziere einen Wegpunkt, die beste Route, einen Verbrechen an deinem Ort festzulegen. Okay, lass mich mal fahren. Ja, mei. Das ist ja einiges. Das sind Fallakten. Das sieht aus wie eine Hauptstory. So, da sind wir gerade in Bearbeitung. Der Klappenturm geht wieder online. Bis dahin patrouillierst du durch die Straßen, wo Gotham bekämpft Verbrecher. Besiege Verbrecher, um Hinweise zu sammeln. Ich muss mir die vorherigen Folgen anschauen, weil ich weiß gerade gar nicht mehr, was diese ganzen Symbolik bedeuten. Wir haben hier Herausforderungen und Grundlagentraining. Habe ich Grundlagentraining alles schon gemacht? Habe ich gar nicht gemacht? Oh, sacré bleu! Wir machen heute mal Training, oder? Bevor ich anfange. Das sollte mir helfen, wieder um in das Spiel reinzukommen. Es gibt, glaube ich, auch eine Trophäe, um alle diese Sachen zu machen. Also wir werden das Spiel komplett auskosten jetzt. Ja, das Beste, was wir gerade an Arkham-lastiges Spiel vielleicht haben im Batman-Universum. Und ja, Ausstattung. Was haben wir denn hier? Ich habe bisher einen Anzug an. Okay. Wie sieht's mit Herstellung aus? Fähigkeiten hatte ich das letzte Mal ausgewählt, das weiß ich noch. Ich habe perfektes Ausweichmanöver gewählt, ne? Für ein ziemlich perfektes durch. Aha. So, da gibt es einige andere Sachen. Warte mal, was ist Schwungfähigkeiten? Du schießt aus jeder Hand einen Pfeil ab. Versuche mehrere. Und es ist gut, um Abwehren zu durchbrechen. Okay. Das ist die Datenbank. Das ist selbsterklärend. E-Mails, keine Ahnung. So, darf ich mir mal die Karte nochmal anschauen? Das ist der Finanzstück Old Gotham Cauldron Southside Blackgate Prison. Weil ich habe gesehen, tatsächlich die letzte Aufnahme Oktober 22 gewesen. Ficken. Also nicht 22. Oktober 2023, sondern Oktober 2022. Und das Bristol. Okay. Diese Gegend hier so, ne, das hier ist so. Das hier war so das Gebiet von Arkham Knight. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwarten wird, ne? Gar keine Ahnung. Ah, da ist das Blackgate-Gefängnis. So, das sind alles Verbrechen in der Nähe. Oder was? Zeig mir die Legende. Gelegenheitsverbrechen. Okay. Ach nee, stopp. Ich hatte. Warte, so war das, ne? Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen, wie gesagt. Und das ist der Abwehrdurchbrecher. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal dieses Training, weil ich brauche das jetzt wirklich, um wieder reinzukommen. Zupacktraining. Habe ich schon gemacht? Nein. Interagier im. Achso, das ist. Achso, das ist im Glockenturm. Okay. Auch Glockenturm. Okay, was ist das hier? So,
Suche vorsätzlich Verbrechen finde. Okay, dann machen wir das, wenn wir in den Glockenturm zu gehen. Okay, dann spielen wir doch jetzt in Open World. Also dann, Learning by Doing, was? Da ist das nächstgelegene Verbrechen, ne? Warte mal, erstmal gucken. Okay, das ist Schlag. Das ist wahrscheinlich Konter. Nein, das sind Pfeile. Aber irgendwie muss ich auch kontern. Das war auch... Okay, das ist... Das ist voll weird. Warum weicht der mit... Warum weicht der bitte mit der Taste aus? Kann ich noch was schauen? Wo kann ich denn eigentlich die Störung ansehen? Damit schieße ich meine Pfeile, ja? Was macht das? Badabum? Mächtiges Badabum? Achso, das ist, wenn man online spielt. Okay. Ja, kann ich jetzt einfach da runterspringen? Wie kann ich mich hochziehen? Warum ist das bitte auf L1? Ich bin es so gewohnt von Arkham. Angriff aus der Luft. Okay. So, ich will jetzt erstmal schauen, wie die normale Steuerung wieder ist. Boom, boom, boom. Es ist eigentlich wie... Wie die Arkham-Steuerung allerdings... Weitaus langsamer, gell? Na bitte, erledigt. Sammle genug Hinweise. Okay. Wie geht das wieder weg? Neue Datenbank, ein Hack. Reguläre Verbrecher. Auch wohl. Die Kraft. Oh, ich muss jetzt wieder reinkommen. Was haben wir? Haben wir schon abgeschlossen? Verdammt, nein, wir haben mit den ersten angefangen. Dann sollten wir mal gucken. Grundlagen. Ah, hier kann ich mir das einschauen. Also, zack, 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 zack. Das ist Bewegen. Das ist der Kompass. Greifer, warum ist der auf L1, nicht auf R1? Ich verstehe es nicht. So, Greifer-Einsatz abbringen. Cancel damit. Red Cycle rufen. Fan-Kampf-Angriff. Fancy shit. Glockenturm. Brechergrundlagen. Ermittlungen. Das ist klar. Augmented Reality, das ist auch klar. Es wird wieder beim letzten Checkpoint wiederbelebt. Aha. Das ist ekelhaft. Das ist ja fast wie beim Souls-Spiel. Lebenspakete, also um mich zu heilen, ne? Werden jedes Mal aufgefüllt, wenn ich in den Glockenturm zurückgehe. Aber ich glaube, wenn ich in den Glockenturm gehe, da beende ich eine Nacht, ne? Das könnte sein. Okay, Fortschritt, lass mal schauen. Da-da-dam. Stil und Personalisierung. Da kann man die Farbkombination. Anzugsfeld, Protokoll, Kampf, jetzt muss ich mal schauen. Kampfgrundlagen. Also, Nahkampfangriff. Bam, bam, bam. Gedrückt halten. Fernkampfangriff. Ausweich. Gibt's keinen Konter? I'm mad pissed. Daran Champions. Gegner packen mit R2. Ich kenne sie mächtige. Aha. Okay. Schleichen. Aber wie schleiche ich? Rauchbombe. Bleib außer Sichtweite. Verbrechen. Die Mafia Freaks und das GCPD. Wissen es nicht zu schätzen. Ey. Ey. Ah, so schleichen wir, ja? Es sieht aus, als ob wir gleich kacken muss. That is! That's a cake factory. Okay. Also, Greifhaken, andere Taste. Boah, das ist eine Ungewöhnung. Jakob.
Es ist alles ein bisschen langsamer. Daisy! Was ist da? Deine Mutter. Huh! Ausweichen, ausweichen! Was mir hier fehlt, ist echt eine Combo-Anzeige, ne? Huh! Die hat mich beinahe erwischt. Nein, das war nix. Also ich kann echt nur ausweichen, ich kann nicht kontern. Warte, ich wirke das so langsam. Hast du das gesehen? Hast du diese Skills gesehen? Ah, jetzt hat er mich getroffen. Pam, pam, pam. Aber danke für die Hinweise. Hier Glockenturm. Wir sind jetzt voll einsatzbereit, aber kommen Sie noch nicht her. Hast du was, Glockenturm? Für Langstroms Festplatte wird ein Biodekodierungsschlüssel benötigt. Das klingt, als wäre es in seinem Körper. Im Leichenschauhaus. Richtig. In einer normalen Nacht in Gotham sollte es auf der Wache ruhig sein. Relativ. Ich wollte sowieso sehen, wie Montoya mit dem neuen Commissioner klarkommt. Ich berichte, was ich rausfinde. Was hab ich eben gemacht? Okay, da ist seine Hauptmission, ja? Mhm. Wollen wir die noch vermöbeln, die Typen, oder? Juhu! Ist ja wie fliegen. Also eigentlich ist es von der Grafik ja nicht so schlecht, wie es gemacht worden ist, ne? Aber ich fühle es noch nicht ganz. Aber wie gesagt, besser als Suicide Squad auf jeden Fall. I didn't ask for this. Und Batman ist dafür nicht gestorben. Okay, das hätte einem anderen normalerweise die Schulter ausgeguckt. Ah, ich will das Batbike probieren. Warte, warte, warte. Wir sind ja nicht bei Assassin's Creed. Ich muss ja nicht da noch auf die Dächer rauf. Eigentlich müsste ich mich hier doch zurechtfinden. Nice. Und jetzt. Beschleunigen R2. Fernkampfangriff. Auswerfen drin. Wenigstens sind hier mal Zivilisten. Hallo? Commissioner Loop? Wahrscheinlich, oder? Gibt's eigentlich noch ein Bat-Signal? Ey, bleib mal auf dem Dach. Sieht nicht so aus. GCPD hat gut zu tun. Das macht es etwas leichter, mich ins Revier zu schleichen. Bonus bleibe unentdeckt. Ich will was wissen. Warte mal ganz kurz. Ich wollte schauen, ob ich vielleicht auch Platin schaffen könnte. Dafür müsste ich aber wissen... Was wären die Trophäen, die ich dafür bräuchte? Hey, wo... Ich hab grad kein Kingdom Hearts gespielt, warte mal. Wo ist Gotham Knights? So. Okay. Was ist denn heroischer Angriff? Ein paar versteckte Trophäen, wahrscheinlich Story-Trophäen. Ich weiß, dass ich das in einem vorherigen Video schon mal angeschaut habe, aber wie gesagt, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Also einfach hat sie spielen, Trainingseinheit abschließen. Autonom schütze Batman-Scan mit Intention. Habe ich schon gemacht. Guckt! 1.11.22 habe ich sogar auch nochmal gespielt. Erreiche die Maximalstufe eines der Mitglieder der Bat-Familie. Schaltet Schwungfähigkeiten oder frei, nicht und?
Okay, das sollte wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Spiels passieren. 50 Inventar entdecke mit Tims Straßenkunstprojekt. Also sehr viele Sachen zum Sammeln wieder mal. Vorsicht in einer einzigen Nacht erfolgreich. Aber wir haben keinen Vorsicht, das war nur eine Gelegenheit, ne? Und warum funktioniert mein Chat nicht? Ich sehe gerade gar nicht, wer da Hallo gesagt hat. Mein Chat funktioniert nicht. Ich sehe nur ein Hallo, aber ich kann nicht den Benutzernamen erkennen. Dunkel auf dunkel, egal. 50 Herausforderungen, 50 Modchips, den kompletten. Das könnte wahrscheinlich dauern. Okay, also ist es wurscht, ob ich. Ob ich gesehen werde oder nicht, ja? Also ob ich die Bonusziele schaffe oder nicht. Wir wollen zum Hintereingang. Aber nicht hierher. Das soll der Hintereingang sein? Müssen wir das mal von der Seite aus anschauen. Das ist doch nicht der Hintereingang. Das ist doch JCBD. Das ist nur der Startmissionsmarker. Achso. Nö, alle Parts sind online. Schon längst. Dann ist es wahrscheinlich nicht in der Playlist. Muss mal gucken. Ah ja, jetzt sehe ich auch, dass das ernst ist. Also hallo. Ich meine, ich habe das ja schon vor über einem halben Jahr fertig hochgeladen, oder? Uhu. Ich habe gerade so ein bisschen Vibes von Arkham Origins. Weil wir nicht vom GCPT gesehen werden durften. Nein, sie geht wieder auf noch zu. Nein, ich habe ernsthaft gedacht, dass sie frisst. Okay. Wo ist die Wartung? Ja, ich warte. Cool. Schwungfähigkeit muss ich damit laden. Die Frage ist, bei welchem Arkham City meinst du? Beim alten oder beim neuen Durchgang? Ich glaube, beim neuen waren gar nicht so viele Parts. Ich habe es ja zweimal durchgespielt. Zweimal Let's Play. Okay. Was ist denn das für ein Ladebildschirm hier? Ach so, ich hätte einfach X drücken können. Weird. An der Rezeption kann ich wohl nicht fragen, wo sie Langstroms Leiche haben. Das Leichenschauhaus liegt hinterm Großraumbüro. Pass auf, dass die Cops dich nicht sehen. Mal wieder im Gleichen. Oh, guck mal hier. Was ist das für eine fancy Polizeistation, die ihren eigenen Gym haben? Es muss einen besseren Weg reingeben.